So, wir gucken jetzt, also ich würde gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Variation reinbringen. Ansonsten, wenn ich super blind bin, so wie jetzt, dann müssen wir wieder ogern. Das ist ein sehr guter eigenständiger Champion. Shen würde hier extrem gut reinpassen mit Hecarim Twitch. Im Endeffekt deine Wahl, was du blinden möchtest. Weil ich glaube, es sind die beiden besten Blindpicks, die du spielst. Einer von beiden. Ich probiere mal Shen wieder. Beides ist fein. Sachen. Ich muss erstmal runterkommen, Leute. Oh, ich muss eigentlich mir auch was gleich zu trinken holen. Ich glaube, ich gehe kurz weg. Ja, ja, mach das. Okay, gegen Garen. Das Match haben wir schon mal gespielt, ne? Erinnerst du dich? Ja, da haben wir Ignite genommen. Dann geh wieder Ignite. Und diesmal tötest du ihn. Das war beim letzten Mal super close. Genau. Okay. Du Lane King ist den wir die Game. Ja. Wollen wir nur kurz was zu trinken? Möchtest du auch noch was haben? Nee, ich bin bedingt. Danke. Okay. So. Ja, du wirst ein Match verlieren, den restlichen kriegst du perfekt. Mach Q jetzt. Geil. Guck mal, wenn du nicht Double A hättest, würdest du nicht lasten können. Oh, okay. Erstmal runterkommen, gerade nach dem letzten Game. Bisschen beruhigen. Ja. Nee, ich jetzt taunten, auch taunten. Kannst auch legit mit Hecarim hier ganken. Du willst reintaunten, der kann dich einfach reintaunten. Nice, das ist gut. Hecarim ist gleich da. Aber wird nicht ganz reichen. Vielleicht kriegt ihr sein Fleisch, wenn ihr Glück habt, aber das ist auch ein guter Trade für dich. Aber sowas ist immer gut. Wenn er kein E hat, reinzutaunten, ist nice. Und einfach immer viele Autotext durchbringen mit Grasp ist sehr, sehr wichtig. Lauf ran und Autotext den Typen. Du hast so eine riesige Wave. Das Schwert steht perfekt hinter ihm. Ja, und Taunting, Taunting. Kannst auch Q skillen. Du hast immer noch Ignite, ja nicht, bedenke. Ja, Q. Maxim? Maxim. Is he dead? Maxim, geil! Genau he dead? So! Da ist der FF. Wirklich? Schon wieder FF! Weil die zu viert waren. Da war jemand AFK. Ja. Ja, hab ich gar nicht realisiert. Aber zählt auch als Win. Nice! Stehe ich. Positive Blinded, beziehungsweise 50% sind hier positiv, das zählt. Ja. So, ich will es ausführen, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, okay? Okay, für aus. Twitch-Chat. Season, ich habe in Season 3 Liga angefangen, okay? Da gab es noch nicht mal Master oder Grandmaster, da gab es nur Challenger und es waren 50 Plätze. 50 Leute konnten ein Challenger sein. Heutzutage gibt es 300. In Season 6 hatte ich meinen höchsten Peak, da war ich Rang 10 auf der Ladder in Season 6 und da hatte ich 700 RP. Heute wärst du mit 700 RP legit irgendwie Rang 250, weil und früher gab es nur eine Person mit 1000 RP. Heute gibt es irgendwie 50 Leute mit 1000 RP, weil wir eine riesige Elo-Inflation haben. Die Elo ist nichts mehr wert, ne, und Merkel muss das auf jeden Fall einfach ändern. Bitte, das ist wichtig. Scheiß jetzt auf Lockdown, erstmal Elo-Inflation muss gefixt werden. Früher gab es das nicht, früher war das einfach viel besser. Die Wirtschaft muss gefixt werden. Elo-Wirtschaft, das ist ja Vetternwirtschaft. Ja. So, wieder Blind picken. Ja, du kennst die beim besten Blinds. Du kannst aber auch eine Runde Wohlbär spielen, also, wenn du willst, aber es ist nicht der beste Blind Pick. Mhm. Aber das ist gegen den Boy wahrscheinlich, eventuell. Eventuell, danke, oh Gott. Oh Gott, wir haben ihn ja schon mit Shen gemobbt. Projekt Platin. Ist wirklich so. Platin. Oh, dein Lieblingsgegner. Uiuiui. Alte 4, gehen wir schon raus? Neues Spiel? Das Matchup ist eines der schwierigsten Uhr-Matchups. Okay. Also aber ist ja gut, wenn ich es lerne. Ja, das stimmt. So, Level 1 Maxim, kingst du dem Typen, okay? Ja. Was du jetzt machen wirst, was ganz Wildes. Ist ja wirklich einer der wildesten Dinge, die es gibt. Okay. Du läufst Level 1 in den Tribush rein. Und wenn. In welchen? Also, in den Tribush. Also den hier. Tribush. Den hier. Genau der. Der 3. Also der. Das ist der Tribush. Tribush. Welcher wird der? Der. Oh mein Gott. Genau, und den, warte, und dann, ja, lauf da jetzt schon rein, du hast nah gesehen. Und selbst wenn nah an der Lane ist, läufst du einfach hinter ihn. Und dann tötest du ihn, oder chunkst du in Level 1. Mit was? Mit E? Mit E. Er hat gerade auch Q geskillt, wir haben ihn gesehen bei dem Invade. So, wenn der nah an den Busch face checkst, dann machst du, oh, bitte lass, ich will nicht, dass du leashen musst. Kha'Zix. Don't do it. Er geht runter. Gut. Dann machst du Auto-Attack E auf den Gegner, okay? Okay. Du musst noch eine Sache bedenken. Theoretisch ist es möglich, dass der Twitch gerade Spam pickt, dass du im Tribush drin bist. Ne? Wir wissen ja, er hat Augen. Ja. Das ist möglich. Von daher ein bisschen risikobehaftet ist es, aber er wird schon Eva haben im Live. Wenn ich das Eva fehle. Dann bist du einfach reported. Und dann oh mein Gott, wie konsequent! Ja, ja. Was okay, jetzt? Lauf ihn rauf, lauf ihn rauf. Und meine Augen sehen Blut. Aber wo ist er denn? Im Busch. Okay, ich bin reported, ne? Bin ich jetzt reported? Ich sag, er muss auto-attacken und dann ihn, ne? Er macht einfach so. Ist kein Problem, ist aber trotzdem guter Chunk. Die Lane hätte also auf Level 1 hier zu Ende sein können. Wirklich? Aber jetzt wird er fefft. Wir sind einfach im F. Mental Coach Tolkien. So bleiben wir stark. Einfach FF. Was soll ich da tun? Lauf hin, lauf hin, lauf hin. Oh, looky look. Schöner Flip. Kha'Zix hat komplett geintet mit seinem Smite und einem. Aber dein Mitein ist auch gleich da. Geh auf den Sau am besten. Okay, ich hoffe, Meiser tötet ihn. Ruf dein Port ein. Meiser hat ihn nicht getötet, Alter. Ja. Flash hinterher, Autodeck. Nice! Ja! Flippen 1, Flippen 1, die sind sauer auf Flippen. Ich wurde abgefangen! Das wäre so das abgefangen, egal in welche Richtung du dashst. Okay, ihr seid wahrscheinlich alle tot. Okay, lauf raus. Wenn der Reset kriegt, bist du auch dead. Jetzt ist der. Oh, er ist daneben gedasht, geil. Schön.
Okay, lass doch noch ein paar Minutes und Recall TP danach. Danach ist er gestorben, das ist das Blatt. 1 zu 1, First Blatt für dich. Schön. Schön. Das war gut. Ich würde die Wave pushen. Er ist gleich mehr genau. Er will Hardpush. Er hat TP, bedenkt das. Er wird vielleicht zurück TPen. Aber spielt keine Rolle. Wenn du so TP kriegst, wäre ich schon happy. Ich habe mehr Angst, dass der Botlane TP. Der ist gleich mehr genau. Push du erst auf, wie du kannst. Wenn Top TP, das ist ein Gewinn. Siehst du ihn irgendwo? Ja, er ist Botlane. Du musst Hardpush. Er ist Botlane TP. Mach vielleicht einen Pentakill. Echt Red Plate von Nar. Der hatte perfekten Reset-Timer mit dem Mega-Nar, war gut von ihm. Kann man nicht lügen. Aber das Ding ist, ne, wenn du da die Wave abpusht und ATP zur Lane zurück, dann ist deine Lane richtig schlecht für dich. Aber es ist besser, was du machen kannst, damit er halt nicht Botlane TP. Ja. Weil jetzt hast du auch dafür gesorgt, dass er so viel wie möglich verliert hier oben. Dein Abonnent ist hier, ne, der Twitch, der Nas-Botlane ist sogar gut für dich. Was ist denn aggressiv von ihm? Er hat doch keinen Feed. Du bist tot, ne? Da musst du jedes Mal wieder ausmachen, wenn wir wegrennen, ne? Weil du slowst dich halt selbst, weil du ihn tradest. Ja, genau, das ist das Flavor, das Problem, ne? Damage hätte ich ja eh tonweise bekommen. Ja, Damage oder so. TP sogar top, dann würde ich sagen. Wirklich? Ja, ich glaube nicht, dass sie nicht diven können. Wenn doch, dann bin ich reported. Vorsicht vor Thresh, guck mal hin. Okay. Flip, Mami. Egal, wenn du fokust. Ulte den. Oh, schade, das nicht. Oh, das war wirklich einfach schlecht. Ja, ist okay. Du wirst nicht gedived, deine Kaiser kein Bot in der Menge bekommen. Du hast 5 Sekunden wieder dein E. Fang die Wave aggressiv vom Turm ab. Dass sie nicht unter den Turm läuft. Geil. Gut. Jetzt raus. Für einen Moment. Du willst nicht, dass sie sofort diven. Wirf deine Pots ein. Du hast kein E mehr. Du bist wahrscheinlich jetzt dead. Lauf raus. Einfach durch. Der ist in sauber auch hinter dir, ne? Der hätte dich diven können. Ja, yeah, aber. Hat er nicht gemacht, möglicherweise. Bitte, Kaiser, hol den Solo-Kill, bitte. Okay, immerhin 1-for-1. Oh, so. Die Ult. Ich bin so. Ich hab so viele Ziele, ey. Ist egal, wie du ultest, der stirbt da, ne? Egal, wie du ultest. Wenn du Twitch kriegst, sind 700 Gold-Shutdown. Das ist wirklich bitter. Ja, das war wirklich. Ich hab hier ein bisschen Angst, dass Twitch unsichtbar ist, aber ich würde es nicht respektieren. Einfach pushen. Oh, lauf ihn drauf, er hat kein Hop. Aber ich hab keinen W. Ich hab keinen E, meine ich. Ja, hast du abgehabt. Lauf einfach drauf, sagst. Schade. Jetzt hat er wieder Hop. Wenn du einfach auf ihn raufläufst, hast du eh rechtzeitig ab. Er kann nicht wegkommen, er war sogar geslowt. Wenn ich jetzt ulte, Nein, er ist gleich mehr genau, du musst aufpassen. Aber wir machen jetzt ein Play draus, okay? In 10 Sekunden hast du eh Flash. Ich glaube an dich in 10 Sekunden. Wenn du gleich Qs, wenn der Minina wird, ja, kannst du ihn hier runterlaufen tatsächlich. Ulti ihn, lauf ihn runter. Ortec ihn einmal. Ja, Mann, so geil. Ich wusste es, ich hab's vorher gelesen, weil ich gut bin. Du hast den Play gesehen. Ich rieche sowas, Kommentator by the way. Da dein Play. Einfach well Wahnsinn. Well fucking played, der hat sogar geflasht und du hast nicht mal geflasht. Geiler Solo-Kill. So, raus. Das war scheiße. Das ist okay, das ist los, okay. Mach E-Flash, Strikebacker, der ist tot. Flash hinterher, bitte, danke. Ja, ich wollte. ich hab das Flash actually gebuffert, ich dachte, ich hab schon geflasht. Achso. Das war ein bisschen zu langsam, der Play, aber beinahe, schade. Wir machen 1 für 1. Ne, wenn du ein Ult triffst oder sofort E-Flashst oder sofort, also. Ja, ich bin da, die Ult ist so delayed, ey. Die ist teilweise nicht einfach. Deswegen, Maxim, du machst das schon sehr, sehr gut, aber mach zuerst den Slow noch, von Stripebacker zum Beispiel. Und Slow den Gegner, bevor du ultest. Da hast du echt viel Zeit für. Ja. Wenn die jetzt nach vorne laufen, dann fightest du sie mit deinen Boys. Da war es sauer, gut, dass du respektiert hast. Schön. Ja, lauf nach vorne. Fightet die hier. Meiser drückt Ult. Los, Meiser. Fightet den. Bam. Neona Ult, Meiser Ult. Ruhet Ult oben drauf. Geil. Reinlaufen, executen. Stripe. Oh, Kiss. Ich hab den Flieger. Geiler 4. Geiler 4. Der 4 war geil, ne? Ja, die habt ihr alle. Irgendwer wird den schon einholen. Ich glaube dran. Kasi ist gleich Jump. I believe. Schönes. Okay, der Flash ist wild. Die Boys, die chasen. Das. Lass gleich Stripebreaker in 2 Sekunden. Im schlimmsten Fall holst du den ein. Stripebreaker, E und Q hast ihn. E und Q, Maxim, deiner. Aber so schnell. Ah ja, ist dumm. Gut, dass er stehen bleibt, ey. Ich habe keine Stats. Ich würde resetten. Der 4, hat die Range gesehen? Dass der Twitch da gefehlt wurde, war so huge, by the way. Das war 8-1. Und den feile ich, oder was? Ja, wenn der nach vorne läuft, dann machst du Stripebreaker, E. Ja, lauf den kurz mit daher. Fight ihn. Wirklich? Ja, du musst ihn fighten, sonst macht der Gegner mit Nash. Du musst ihn, wenn du nichts fightest, dann tötet er dich einfach. Wow. I mean, wow. Du musst auf ihn drauf sein, um ihn zu fallen. Na gut, bist du. Wow. Unangenehm. Unangenehm, ja. Aber das Beste, du musst proaktiv verteidigen gegen Nash, sonst nehmen die einfach alle Inhibs. Das war nicht schlecht, was du gemacht hast. Du musst bloß actually auf ihn raufgehen. Wenn du nicht auf ihn drauf gehst, kannst du ihn fighten. Solange er Minina ist, kannst du ihn auch töten. Weil das Ding ist, ihr beide macht eine Menge Max-Life-Damage. Ja. Und ihr beide braucht nur Lebens-Items. Das heißt, wer auch immer fightet, gewinnt. Weißt du, wenn er sein Hyper prockt, dann macht er Max Life Damage. Wenn du deine beide prockst, machst du Max Life Damage. Das war einfach ganz schlecht eingeschätzt. Aber ich hab was gelernt. So. Ja, du machst schon mehr Damage an den Typen, wenn du auf ihn draufkommst. Du musst bloß auf ihn draufkommen. Kaiser muss hier R drücken, ne? Nice, schöner Execute. Wie auch immer sie das Weh getroffen hat. Du kannst gleich einfach reingehen oder TP'n vielleicht sogar. Ah, Lock-up hin. Lauf einfach. Überleg, wo hinter sie TP'n kannst. Die sind gleich raus, ne? Aber ja, Stripe kommt zuerst. Die wollen weiter. Okay. Hä? Was? Also wirklich mein Leben. So. alles gut. Und verteidigen Botanip, mit den Best Shreds zu verteidigen. Botanip wirklich? Okay, dann fight ich hier. Ich hasse den. Ja, er hasst auch dich.
Oh ja, der deutlich mehr. Du bist so gut, Maxim. Er ist halt scheiße. Was war ich so rette Herren hier? Mit. Hat der Boots? Ja, ist aus. Hat der Ghost? So, alles ist super. Du hast einen guten Shutter bekommen. Innips defended. Nächste Set. Ja, nimm einfach, was du willst. Du bist der stärkste Champion in deinem Team. Bei weitem. Du siehst Ugo Game, der stärkste Champion in deinem Team. By the way. Nash ist mal abgewehrt. Das Spiel wird sich jetzt beruhigen im Optimalfall. Bedenke, benutze jetzt nicht deinen Stripebacker. Wenn Twitch kommt, unsichtbar, Stripebacker eh sofort. Ja. Keine Hesitation. Wenn Namina ist, auch keine Hesitation. Jetzt resetten erstmal. Erstmal resetten. Bam, bam, bam. Oh, tschüss. So. Oh, guck auf das. Ja, ja, ja. Komm mal rein, oder? Ja, einfach reinlaufen, reinlaufen. Nach Spotlane. Fight, fight. Leona, lauf doch rein, Ulte. Ja, Ulte. Leona, Blastcone. Leona, Blastcone. Lauf doch nicht den. Die Chase da legit ohne. Ja, die ist ein bisschen lost. Das war. Du hast das. Du wirst sie nicht töten können. Was war denn das? Also, Lee Sin auf einmal im Spiel. Dass sie nicht den Blastcone nimmt. I can't believe it. I just can't. Die Fight ist so gut du kannst. Der Fight ist jetzt schon so gut wie lost, aber. Ja, der ist so. Leona ultra gut. Leona ultra wirklich gut. Das sind zwei Chips im River. Zwei Rills im Midlane und nahe Spotlane. Und das ist der Blastcone. Ich sag's noch. Ich sag's noch. Also, ich bin halt alle zum ersten Mal. Ah, der Frust sitzt. Aber ist okay. Kauf den Thorme. Ich glaub nicht, dass die enden können. Die machen Nash. Das Game ist immer noch hart, das war davor schon hart. Der Play war richtig gut, by the way. Da zu chasen ist perfekt, ist genau was du machen musst. Du musst einfach nur, die kann auch über die Wand rüber ulten, kann Blasco nehmen, sie hat alle Optionen, auf die beiden Champions zu collapsen. Thresh ist sofort One-Shot, wenn das CC'd wird. Und die Gegner hätten auch enden können, wenn sie nicht Nash machen. Von Glück zu reden, dass sie Nash machen. Ich defende den Quatsch. Wenn ihr den Gage finden könnt, wäre das super. Vigo ist noch mit den Malzah einfach ulten drückt, wäre schon einfach ein guter Fight. Egal auf wen. Thresh hat geultet. Malzah hat den. Die Supermen sind gleich da, ne? Also ihr müsst, wenn ihr nicht fightet, dann gleich die Base defenden. Oh, what? Maybe? Das ist gleich auch nicht so schlecht für uns. Vigo kommt von hinten. Ja, das war's. Probably not gonna be able. Oh, der 4 kam nicht, weil er. Weil der gute Dart hat seinen. Der hat seine Base defended. Schade, Mann. Es ist super schwer, noch für mich einige Entscheidungen halt selber zu treffen. Also ich fühle mich halt übel wohl, wenn ich halt durchgeleitet werde. Also ich glaube, es sind weniger die mechanischen Sachen automatisieren sich halt übel zur Sorte. Aber bezogen darauf, dass die, das, also ich hätte schon gerne den Call selber. Ich muss versuchen, so einen Zwischenschritt einzubauen und wirklich zu sagen, okay, ich würde jetzt das machen und dann sagst du ja oder nein. Super geil. Dann bedanke ich mich. Ciao, Chat. Jo, bis dann. Hau rein, Mann. Na, danke dir.